Wir überlegen uns gerade, welches das tollste und süßeste Tier überhaupt ist. Ich sage Wombat. Tasmanischer Teufel. Wombat. Tasmanischer Teufel. Wombat. Okay, okay. Der tasmanische Teufel ist wohl eines der meisten missverstandenen Tiere. Und so kam er zu seinem Namen und dem schlechten Ruf. Obwohl er sich hauptsächlich von Aas ernährt, gingen die Menschen früher davon aus, dass er eine Gefahr für den Rinder ist und haben ihn Anfang des letzten Jahrhunderts fast völlig ausgerottet. Diesen Ruf hat dieses schwarzbepelzte Beuteltier vor allem seinem Auftreten zu verdanken. Schon von Weitem kann man die Beutelteufel an ihren kreischenden Rufen erkennen, die sich für manche wohl teuflisch anhören. Das hier sind übrigens kleine Beutelteufel beim Spielen. Niedlich, oder? Wie kleine Katzen, nur ein bisschen lauter. Und auch das viele Posen, das Fletschen des imposanten Gebisses und die bei der Erregung rot werdenden Ohren haben zu dem teuflischen Ruf beigetragen. Dabei ist der Devil ein sehr scheuer Geselle, der sich schnell fürchtet und daher in der Wildnis nur schwer anzutreffen ist. Und das Fletschen von Zähnen oder das Rumgefauche gehören dabei zu seiner gewöhnlichen Kommunikation, wie bei uns eben die Sprache. Der Beutelteufel ist also auch wirklich ein kleines Schaf im Teufelspelz. Ich finde sie so toll, weil sie so klein sind und doch so mutzig. Tja, für manche sind sie eben echte Identifikationsfiguren. Wobei, wenn sich diese Einzelgänger um die Beute streiten, kann er sehr wild und bissig zugehen. Auch die Paarungszeit kann ihre Opfer fordern. Ich finde die Devils auch deswegen toll, weil die Devil-Weibchen den Devil-Männchen dicke Löcher in den Hintern beißen, wenn sie mit ihnen unzufrieden sind oder sie wieder irgendwas angestellt haben. Hier sehen wir einen Devil, der von einem Weibchen bei der Paarung gebissen wurde. Doch ist es halb so wild, wie es aussieht, denn als Ausgleich zum Naturell hat die Natur ihnen erstaunliche Heilfähigkeiten verliehen. Und einen erfahrenen und starken Devil erkennt man daran, dass er sehr viele Narben trägt. Und bei diesem Gebiss ist das kein Wunder. Die Bisskraft von Beutelteufeln kommt Krokodilen nahe und unterstützt sie in ihrer Funktion als Müllschlucker Tasmaniens. Wir haben noch ziemlich viel vor, weil wir wollen unbedingt noch mal einen tasmanischen Teufel in freier Wildbahn sehen. Das ist aber ziemlich schwierig und wir müssen immer ziemlich viel verrottetes Fleisch und Wurst und sowas mit uns herumschleppen, um sie auch anzulocken, weil die sind ziemliche Gourmets. Mit ihrer sehr gut ausgebildeten Nase riechen sie bis auf 2 Kilometer weit gefallene Tiere und essen sie komplett auf. Dank der Beißkraft werden sogar alle Knochen klein gemacht und verspeist. Kleine Devils sind bei der Geburt übrigens so groß wie eine Bohne und wandern direkt in den Beutel ihrer Mutter, wo sie ca. 3 Monate lang verbleiben. Leider ist der Beutelteufel abermals vom Aussterben bedroht. Da er nur noch in Tasmanien vorkommt, mangelt es an genetischer Vielfalt, was ihn sehr anfällig für Krankheiten macht. Und so ist vor ca. 10 Jahren eine Krebsart aufgetaucht, welche die Devil-Population um 70% dezimiert hat. In Tasmanien tut man wirklich sehr viel, um diesen kleinen Motzkopf zu retten. Und wenn ihr euch weiter darüber informieren wollt, dann schaut euch einfach auf der Website um. Noch mehr? Ja. Und unseren kleinen Devil wird es auch sehr freuen.